Hallo meine lieben Freunde, da sind wir wieder zu einer neuen Folge Grünwald-Klicke. So, ich war hier am Main. Mal gucken, ob ich da noch alles ankriege hier. Und wie geht denn jetzt schon rückwärts hier? So. Ja. Das ging auch mal alles zusammen an hier, ne? Auf geht's, aber wundern nicht, ja doch. So. Ach, ich weiß schon wieder, was hier hängt. So. Zapfel dran. So. So, auf geht's. Mein lieber, ja. Na jetzt, jetzt kommt's. Vielleicht mal eine Pfeife noch ab hier drunter. So. Holger, Holger. Schon dunkel hier. Mein Trecker schafft das super. Und die Provinz im Verkauf. Immer noch. Und Roller, ne? Hallo? Jemand da? Was ist denn mit dem MF hier unterwegs? Keine Ahnung.
den Sprung reinrennen, das hilft schon mal ein bisschen. Oh, ein Reh! Gottes Willen. Das fehlt mir. Was ist denn mit dem MF da unterwegs? Schon anfangen zu zittern hier. Schön Luft gekühlt, da wird doch nichts zu warm. Hallo? Heinz? Ja. Kommst du heute nach Hause? Ja, ich hab grad gedacht, es wird mir zu dunkel hier. Ich glaube, ich komm gleich rein. Dann melden wir halt morgen weiter, wenn nicht. Ja, ich muss ja noch nach den Tieren gucken. Ja, genau. Seid ihr am Hof oder wo seid ihr? Ja, ich, der Capo ist hier. Ja. Wer ist denn mit dem MF hier unten? Hier steht ein MF mit einem Täter auf dem Nachbarfeld. Ich war eben da, ich habe den aber stehen gelassen, weil ich noch was erledigen musste. Ich bin jetzt hier am Hof, ich will den lassen da stehen. So, den Schlüssel ab. Ich hab grad schon gerufen und gefunkt, aber auch keiner da. Achso. Ah, dann zieh mal einen Schlüssel ab, dann ja, lassen da stehen, ist nicht schlimm. Ja, ich kann keine Träume tun, das wird nicht. Schließen ab und ohne Schlüssel mit, dann fahr ich morgen mit dir rüber oder so. Oder. Ich komm jetzt nach Hause auf jeden Fall. Ja, gut. Nicht, dass wir da wieder dran sind. Ja, steht hier unten bei der Bahn, da kommt doch eh keiner hin. Ja, genau. Na gut, weiß ich Bescheid jetzt. Gut, ich komm dann heim, ne? Bis gleich, ja. Ciao. Hier vorne bist du schon reingelaufen. Jetzt bist du so weit. Sehe ich denn noch nichts? Das ist optimal, ne?
Home sweet home. Moin Moin! Moin! Oder Namen, besser gesagt. Moin, Namen! Wollte ich gerade sehen, ne? Ich bin mit Aussortieren fertig. Aussortieren? Ja, mit Maschinen. Verkaufen und umbauen und so. Genau. Was ist mit dem Kram, der hier steht noch? Wollte gerade sagen. Genau, das wollte ich sagen. Das können wir eigentlich alles veräußern hier. Oh. Das sind alles die kleinen Produkte gewesen, die wir hier für die Weinlingsbumse haben wollten eigentlich. Ja. Können wir eigentlich alle wieder weg. Den Holzlader, ich glaube nicht, dass wir den brauchen. Was ist denn mit Wald? Wollen wir kein Holz machen im Wald? Na, weiß nicht. Vielleicht irgendwann mal hinten, aber für jetzt weiß ich nicht, keine Ahnung. Da können Geld können wir, glaube ich, woanders besser gebrauchen. Ja, wenn, dann können wir einen anderen Wagen holen, oder? Ja, irgendwo Gebrauchtmarkt oder weiß ich nicht, gibt's bestimmt was. Ja, oder einen normalen Anhänger für uns reicht. Wir machen ja kein Langholz, oder? Nein, nein. Und wir brauchen nicht mehr. Nein, das ist doch kein Holz mehr. Olaf. Nee. Jetzt in der Ernte oder so nicht. Vor allen Dingen diesen kleinen Mulcher, ne? Das ist ja nur Spielzeug. Das ist ja. Ne? Wie machen wir das mit dem Wein? Gucken wir uns doch mal an, wer das wird, und ansonsten machen wir weg. Ansonsten, wenn er was wird, dann brauchen wir nicht mehr zu machen, oder? Können wir da auch mit einem anderen Mulcher rein, oder wie geht das? Ne, ich glaube nicht. Du musst mit dem dann rein, weil die Reihen sind so gegeneinander. Wir gucken mal. Wir können ja erstmal stehen lassen, ne? So ist es ja nicht. Und die Scheiße brauchen wir dann auch, ne? Ja, das ist ja zum Düngen, ne? Kommst du mit deinem Porsche auch in die Weinberge her, ne? Ja, sicher. Also dafür ist hier der hier genau ausgelegt, sag ich mal. Ja, dann das ist ja gut. Boah, hier die brauchen wir auch nicht. Da sind ja noch mehr. Hier ist noch ein Gruber. Was brauchen wir denn da? Reicht das mit dem Mulcher da durchrennen oder müssen wir grubern? Ich glaube, man muss da auch grubern und so ein Scheiß. Ich weiß es aber auch nicht genau. Ich muss mich da nochmal reinlesen. Also hier das könnte auf jeden Fall, weil die Polterzange, das und das. Das ist ja eine Stumpfenfräse hier. Das ist ja, der kann ja weg. Die kann doch mal auch weg, ja. Wenn der Holzwagen, die Stumpenfräse und hier die Polterzange und der Ballenheber, ja, die Dings, die können auf jeden Fall weg, ja, ne? Ja, ja, das Pflanzgerät. Sacktragegerät auf jeden Fall. Ja, und das Pflanzgerät würde ich ja noch weg sagen, oder? Ja, wenn, holen wir uns auch kaufen wir uns auch irgendwann mal einen Ball, denke ich mal, den wir einfach abboden können und fertig. Genau. Weil, was sollen wir wieder neu anpflanzen? Wir machen alles gegen die Natur hier. Das erleben wir sowieso nicht mehr, wenn das fertig ist. Du nicht, ich ja. Ja, genau, ich bestimmt nicht. Bei meinem Lebensstil. So, aber ich muss noch zum Händler, der hat noch meine ganzen Wartungs von den Porsche-Sachen alle überwartet. Alles klar. Die muss ich alle noch wiederholen. Deswegen, ich bin auch davon, ne? Ja, holst du was mit von dem Kram hier, mein Händler, oder? Nee, ne? Nee, das fahre ich dann schneller mit dem Großen, glaube ich, als mit Porsche. Dann aber jetzt, weil ich muss auch nochmal hin. Aber wie gesagt, der hat eigentlich nur noch auf, dass ich da die Sachen rausfahre, mehr nicht. Okay. Machen wir morgen, genau. Der wollte auch Feierabend haben. Ich mach dann gleich die Tiere noch, dann sehen wir uns morgen früh, ne? Jojo. Ja. Alles klar. Bis dann. So, ciao, ciao. So, jetzt noch mal. Ich bin lang gespannt, komm ich jetzt nach vorne in den Raum. Natürlich waschen müssen wir früh. Moin, mal gucken, was wir noch an Feldern haben, gell? Ja, vor allen Dingen müssen wir, wie gesagt, das kommt ja alles in Silo, oder was machen wir damit, ne? Nee, das ist ja Heu alles. Achso, machen wir alles Heu? Das ist ja für die machen wir ja Lohn alles, gell? Was ist denn noch da? Ja, ein Teil, ja, aber nicht alle, oder? Doch, alles, was wir jetzt gemäht haben, ist Lohn. Ach, das kommt alles Lohn, okay. Ja, dann machen wir Moment früh weiter, ne? Das ist nämlich genug, die wir jetzt haben. Genau. Du hast jetzt 38 am Mähen, ja? Ja, da bin ich noch nicht fertig. 48, 49 und 60 müssen wir dann nochmal. Oh, leck.
Die müssten wir dann noch alle, ja gut, Gretel war ja am Schwaden und am Pressen, glaube ich. Müssen wir auch dann ja sehen, dass wir sie dann mal wegkriegen, die Ballen, ja? Ja. Das gibt aber einiges an Geld, ja. Ich hoffe mal, ja. Können wir gebrauchen. Ja, hier hat 38, wo du dran bist, müsste geben knapp 27.000. Okay. Die anderen auch so 14, 15, 11, 10. Das ist alle gut. Aber es sind noch welche dazugekommen. Die machen aber, glaube ich, die Lageballen. Perfekt. Hallo? Ja, Jungs, habt ihr ja schon Feierabend gemacht? Ja, ich bin am Hof. Ach so. Ja, ich dachte, jetzt hat er mitgekriegt im Funk geben. Nein, ich war so vertieft da. Ich bin nämlich noch immer am Feld. Also ja, die 60er ist noch fertig gepresst. Wunderbar. Gut, ich mache morgen wieder. Wie schaut's aus? Ist der Capo schon wieder retour von der Stadt, oder? Der ist erst morgen. Der war eben hier. Der ist am Aufräumen gewesen, am Händler noch. Genau, beim Händler, da sein Porsche Krempel ist in der Wartung da, der kommt auch gleich wieder, kommt morgen früh wieder. Ja, dann könnte der morgen früh die Ballen einsammeln anfangen, oder? Wenn er mit seinem Sortieren hier fertig ist, ja. Der wollte noch was verkaufen, glaube ich. Aber Zeug. Das kann ich auch dann irgendwann machen, wie ihr wollt. Ja, wir haben ja noch Felder zum Mähen. 38 bin ich jetzt. Ja, und die 48, 49 wäre noch. Ja. Ich mach mal in früh neue Messer rein und dann geht's los. Ja. Okidoki. Dann würde ich sagen, dann sehen wir uns morgen früh, wa? Bis morgen. Jo, ciao. Bis dann. Ciao. Gut, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst euch einen Daumen da, ein Abo wie ein Träumchen und wenn ihr was sehen wollt, wie es weitergeht, dann beim nächsten Mal, ne? Tschüss.